Wow, good morning everyone. Guten Morgen alle zusammen. Ist das gut so? Ja, okay. Welcome to the service for today. Willkommen heute im Gottesdienst. And also to our special topic. Und auch zu unserem besonderen Thema heute. About the Lamb. Das dreht sich um das Lamm. Seen how the lamb is running and just going to the ditch. Ich habe das Lamm, das Schaf ja gerade gesehen, wie es da reingefallen ist. In den perhaps you don't find yourself there. Perhaps what? You don't find yourself. Ach so, vielleicht seht ihr euch selbst da nicht. But we want to see how God compares us with the lamb. Aber wir werden sehen, wie Gott uns einfach da vergleicht und wir sind Lämmer. The lamb just trusts blindly. Ja, Lämmer oder das Lamm, das vertraut einfach blind. We have some few characteristics of the lamb. Es gibt einige Persönlichkeiten oder Charakterzüge des Lamms. I want to see how it behaves. Und wie es sich verhält, wie es sich. First lamb. Have no sense of direction. Ein Lamm hat erstmal keine Orientierung. We have seen. Wir haben wir gesehen. Just remove it from the ditch and it runs to the next one. Wir ziehen es raus und es fällt gleich ins nächste. The lamb or sheep as is defenseless. Das Lamm ist einfach kann sich nicht verteidigen. Their safety is in the group. Sie sind platziert, ihr Platz ist in der Gruppe. The walk is a group. Und was ist eine Herde oder Gruppe? So when you put one aside from the group, it's self. It doesn't have self-defense. Wenn man eins entfernt von der Gruppe oder wenn es sich entfernt, kann es sich nicht mehr verteidigen. The lamb or sheep are emotional and recognizes shepherd's voice. Ein Lamm ist sehr emotional und es erkennt immer die Stimme seines Hirten. That's why they have the sense to follow. Deswegen haben sie auch das they can hear, die Persönlichkeit zu folgen. Es kann hören follow. Und es kann folgen. And also the lambs, they are not naturally meant to carry heavy burdens. Und Lämmer sind nicht dazu da und sind auch nicht dazu gemacht, schwere Lasten zu tragen. So, sheep like faith. Schafe haben einfach Vertrauen, Glauben. It's about learning to trust Jesus more deeply. Es geht darum, einfach Jesus noch tiefer zu vertrauen. It's your personal shepherd. Er ist unser persönlicher Hirte. And when we say learning, it means it's a process. Und wenn wir sagen lernen, dann ist es ein Prozess. You start somewhere and you continue learning and learning and learning to trust Jesus. Ja, so ist es for your life. Wir lernen einfach und lernen und lernen und lernen, Jesus zu vertrauen für unser Leben. And I come to a question like, and this I want you to think more personally, like, have you ever totally trusted anyone und da for your life? Zu einer Frage, und die ist, hast du jemals so wirklich ganz vertraut in deinem Leben, ganz vertraut auf Jesus? Just trust someone. Einfach zu vertrauen, jemandem zu vertrauen. You know, our trust to Jesus is more or less connected so much on how we can trust one another. Unser Vertrauen in Jesus ist doch auch so sehr verbunden damit, wie wir uns untereinander vertrauen können. Starting with the family. Das ist mit der Familie. Do family trust one another? In der Familie vertraut man einander. It's a couple, husband and wife. Is there trust? Zwischen Mann und Frau ist da Vertrauen. Because this trust is what binds and bonds people together.
dieses Vertrauen ist es, was uns zusammenschweißt. The moment you lose trust to someone, wenn wir Vertrauen verlieren in jemanden, it is so hard to bring it back. Es lässt sich fast nicht zurückbringen. I don't know whether you personally you've ever experienced this. Ich weiß nicht, ob du das jemals erfahren hast. I have some people in my life. Ich hatte einige Personen in meinem Leben. I laughed and trusted them. Ich habe einfach gelacht und ich habe ihnen vertraut. So much. So sehr. But this one person. Aber die eine Person. Or to some point did something which hurt me so deeply. Hat etwas getan, das mich so sehr verletzt hat. Even when I think about it, selbst wenn ich heute dran denke, it hurts. Es tut so weh. I forgive him. Ich vergebe. Totally. Ich vergebe komplett. But when you think of the action, it leaves a mark of pain. Ja, aber wenn du dran denkst, wenn ich dran denke, was er getan hat, dann tut es so weh. So if this is how it feels when it comes to one another, what about Jesus? Wenn es sich so anfühlt, wenn es umeinander geht, was ist dann mit Jesus? I remember this person when I decided to forgive him. Und als ich mich entschied, dieser Person zu vergeben, I cried. Habe ich geweint. So hard. So sehr geweint. Because I trusted him. Weil ich ihm vertraut hatte. Do you have anyone in your life you trust? Habt ihr jemanden im Leben, dem ihr so vertraut? Because this is what sometimes portrays how we trust God. Es porträtiert oder es zeigt einfach auch manchmal, wie wir Gott vertrauen. The Bible says in the book of Isaiah 53, verse 6. Jesaja 53, Vers 6. We all like sheep have gone astray. Each one of us has turned to our own ways. Ja, wir sehen es alle hier. Wir alle irren umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Exactly. Genau. But God has put all our sins on Jesus. Und Gott hat eben all unsere Schulden und Versündigungen you auf can Jesus also getan. Read this in the book of 1 Peter chapter 2 verses 24 and 25. Und your own time. Das können wir auch in which in Petrus 2 Vers I'm sorry Vers 24 bis 25 lesen. Jesus bore our sins on his body. Jesus hat unsere Sünden auf seinen Körper genommen. And he did this voluntarily, not for himself, but for us. Und er hat das für uns getan, nicht für sich selbst, sondern nur für uns. He volunteered himself. Er hat sich gegeben. For us. Für uns. Jesus paid for our sins with his life. Jesus hat mit seinem Leben für unsere Sünden bezahlt. On the cross. Am Kreuz. Our sins are forgiven. Unsere Sünden sind vergeben. And that's where we put our faith in Jesus. Und das ist, wo wir unser Vertrauen in Jesus setzen. He gave himself out for us as a sacrifice. Er hat sich für uns gegeben. Das ist einfach dieses Opfer. And that's where another place the Bible says that our lives have been paid for. Deswegen sagt es an einer anderen Stelle in der Bibel, für unser Leben wurde schon bezahlt, es ist alles vollbracht. My main points are, meine Hauptpunkte sind, why should we trust in the Lord? Warum sollten wir dem Herrn vertrauen? You have been coming to church here or another place and maybe you've been a Christian for a long time and I don't know if you have ever asked yourself, why should I trust in Jesus? Wir sind jetzt heute hier und ich weiß nicht, ob ihr schon lange Christen seid, aber wir stellen die Frage, oder hast du dir jemals die Frage gestellt, warum sollten wir in Jesus vertrauen? The first answer is because he bought us with his life. Die erste Antwort ist, weil er alles gekauft hat mit we seinem belong Leben. To him. Und wir gehören zu ihm. And this point
Und an diesem Punkt? We don't belong to Jesus only when we become Christians. Wir gehören nicht nur zu Jesus, wenn wir gerade Christen geworden sind. No. Nein. The Bible says in the book of Jeremiah. Die Bibel sagt im Buch Jeremia. Chapter 1, verse 4, if you want to read on time. It says that before you were born, before you were even conceived, I knew you. Bevor du überhaupt geboren wurdest, bevor du empfangen wurdest, before your mother and your father knew that they have conceived a child, God knew you. Bevor deine Mutter und dein Vater wussten, dass du kommen würdest, hat Gott dich schon gekannt. So to mean, he knows all of us. Und er kennt uns alle. Alle whether you Menschen. Are Christian or not, God knows you. Amen. Amen. Gott kennt dich, ob du Christ oder nicht Christ bist. So we cannot hide anywhere. Und wir können, es gibt keinen Platz, wo wir uns verstecken können. We all belong to him. Wir gehören alle zu ihm. With our kind of life we are into. Und mit jeder Art von Leben, in der wir sind. But then when we become Christians, aber wenn wir Christen werden, that brings a difference. Da gibt es dann den Unterschied. Because we become the children of God. Weil wir die Kinder Gottes werden. Sometimes I try to bring this like, sometimes you can have an adopted child and your own child. Manchmal kann man ein adoptiertes Kind haben und auch ein eigenes dabei. And the Bible says that in God we are adopted as children. Und die Bibel sagt, wir sind adoptiert von Gott als seine Kinder. Amen. Amen. But when you are his child, aber wenn du sein Kind bist, that one is different. Das macht den Unterschied. Because you walk closer to your father. Weil du ganz nah am Vater läufst. I don't want to go more to that one, but I want us to see that God knows us and that's why we should trust him. Damit will ich sagen, Gott kennt uns und deswegen sollten wir ihm vertrauen. He bought us with his life. Er hat uns gekauft mit seinem Leben. And for that reason, he is our shepherd. Und deswegen ist er unser Hirte. Our shepherd. Unser wundervoller Hirte. You can trust someone if you know him or her. Du kannst vertrauen, jemandem vertrauen, wenn du ihn kennst, sie oder ihn kennst. Because you don't trust anyone. Aber wir vertrauen nicht jedem. And this knowing is another point. Und das ist auch noch ein anderer Punkt, ein weiterer. For you to trust God deeply, you must know him. Für uns, Gott zu vertrauen und tief zu vertrauen, müssen wir ihn kennen. The second is, der zweite Punkt heute. We trust God because, in him. Wir vertrauten auf Gott in ihm. We have refreshment, restoration and strength. Wir haben Erfrischung, wir haben Wiederherstellung und Kraft. You can read from Psalms 23, verses 2 and 3. Psalm 2. Und Vers, 23. Vers 2 and 3. 2 bis 3. It says, he makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Ihr seht es hier. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Allow me go back to the first point. Und lasst mich noch mal kurz zurück zum ersten Punkt. The first one says, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Der erste Vers sagt, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. This point might be very few of you understand that I lack nothing. Also dieser erste Punkt, vielleicht versteht das hier kaum einer, dass es mir an nichts fehlt. But me, I'm there often. Aber ich zum Beispiel bin da sehr oft. As a missionary.
als Missionarin. You have to trust God for everything. Als Missionarin muss ich Gott auf all, mit allem vertrauen. I like the statement my husband put that once he could go to the ATM to collect money and then he stands there and praying, God, let some money come from this machine. I hope you have understood. Mein Mann, als er einmal die Kollekte einholte, ist er an eine Person hin und hat gedacht, Gott, lass God, mich hier Geld machine, einsammeln. Because they are, the children are waiting for food. Weil die Kinder, die warten auf Versorgung, auf Essen. And because it is a work of faith, und we have to trust. Und weil es einfach ein Gehen im Vertrauen ist. So at the point of nothingness, we have been there and we have experienced it. Deswegen, also dieser Punkt des Nichtseins, wir waren da und wir haben es auch erlebt. In my family, I've experienced over and over and over again. In meiner Familie habe ich das wieder und wieder und wieder erfahren. We were laughing at home during Christmas, after Christmas, because we were in Kenya. Then when we came back and found Melody and Joshi, I was reminding them that in my life, during Christmas, there was nothing to enjoy. Nothing. I didn't get during Christmas. Part. Yeah, during Christmas. What in my family. Was, yeah, in your family. In deiner Familie. There was nothing to enjoy. Ach so, da gab es nichts zu erfreuen, gar nichts Freudiges. Here you buy gifts to one another. There was no gifts. Hier kauft man Geschenke füreinander. Es gab there keine. Was no good food to eat. Es gab nichts Schönes zu essen. I remember this Christmas, my mother came. And we were just to collect some greens and cook, and that was it. Ich erinnere mich an das Weihnachten, als meine Mama kam und einfach so ein bisschen was gesammelt hatte, irgendwelches Grünzeug, Gemüse, und das gekocht hat. So when the Bible says, the Lord is my shepherd. Und die Bibel sagt eben, der Herr ist mein Hirte. And for this reason, I lack nothing. Und für diesen Grund, wegen diesem Grund, mangelt es mir an gar nichts. The moment I gave my life to Jesus, I realized I have a father. Als ich mein Leben Jesus gab, da in dem Moment habe ich bemerkt, ich habe and einen for Vater. That, my life is sorted. Und I'm okay. Dafür ist mein Leben geheilt und ich bin okay. I can trust him. Ich kann ihm vertrauen. It was so hard, but I could trust. Es war so hart alles, aber ich kann vertrauen. Yeah, maybe your life have never been here at that point. Vielleicht war dein Leben noch nie an diesem Punkt. But I can ask you, what do you lack? Aber ich frag dich, was mangelt dir? Is there anything you lack in your life? Gibt es irgendeinen Mangel in deinem Leben? Which touches your heart? Das wirklich in deinem Herzen wehtut? Maybe it is the peace in your family. Vielleicht ist es der Friede in deiner Familie. Maybe it's joy. Weil vielleicht ist es die Freude. Maybe your workplace is not what you want. Vielleicht ist dein Arbeitsplatz auch nicht das, was dir gefällt. What is that that you think you lack? Was denkst du mangelt dir? And there we come to this point of David that as long as the Lord is my shepherd, I lack nothing. Und deswegen, wenn wir zu diesem Punkt Davids kommen, solange der Herr mein Hirte ist, mangelt es mir nichts. So we can bring all our cares to him. Wir können all unsere Sorgen, alles was wir brauchen zu ihm bringen. Because he cares. Weil er sich darum kümmert. In your time if you can think Matthew, can you read Matthew 6 verses 20. Da können wir 5 and 26. Matthäus 6 Vers 25 und 26 lesen. He says, do not worry. Er sagt, therefore. Er sagt, sorge dich nicht dafür. About your life. Über dein Leben. What to eat? Was du isst? Or what to drink? Oder was wir trinken? About your body, what to wear? Über deinen Körper und was du trägst. And then there is a question there. Is life not better than food? Und da ist die Frage, ist das Leben nicht besser als zu essen, Ernährung? And your body better than food, than clothes? Und dein Körper viel besser, wertvoller als Kleidung? So to mean, as long as you are alive, food should not be the first priority. Solange wir leben, was mich betrifft,
ist es nicht die Priorität, Reichtum zu sammeln. I know I'm in the land where food is very important. Ich weiß, dass ich in einem Land bin, wo das Essen sehr wichtig ist. And I respect that. Und ich respektiere das. But the food should never be our first priority. Aber das Essen sollte natürlich niemals unsere erste Priorität sein. Our first priority should be trusting the Lord. Erste Priorität hat Vertrauen in Gott. Because from him we get what we need. Weil von ihm werden wir versorgt. Amen. Amen. Can we trust God with our lives? Können wir Gott mit unserem Leben trauen? You personally? Du persönlich? And let him lead your life and guide you. Und lass einfach ihn dein Leben führen. As the next verse says that he leads and he guides me. He refreshes my life. Der erste Vers sagt, er leitet und er führt mich und er erfrischt mein Leben. When we go to a place of refreshment with God, wenn wir an einen Ort der Erfrischung gehen mit Gott, there is something special happens. Da passiert etwas ganz Besonderes. For example, like our topic for the last conference, ladies conference. Zum Beispiel unser Thema für die letzte Ladies Conference. Be still and know that I am the Lord. Sei still und weiß, dass ich Gott bin. When you are still in the Lord, when you rest in the Lord. Wenn du still in Gott bist und einfach in ihm ruhst. In the presence of the Lord. In seiner Präsenz. Something happens in our hearts. Etwas in unserem Herzen bewegt sich. There is a change. Etwas verändert sich. Like it changes our hearts from the stone to the flesh. Er verändert unser Herz von Zerrissenheit zu Ganzheit. That you can read from Ezekiel 36, verse 26 and 27. Das können wir in Ezekiel lesen, Vers 26 und 27. In the stillness, it changes us. In der Stille verändert er uns. Because there we evaluate our lives. Weil da können wir unser Leben resümieren. What we have done wrong? Was haben wir falsch gemacht? And what we can change? Und was wir verändern können? And there we become it's like a reflecting for our lives. Und da werden wir einfach so reflektierend über unser Leben. And I would wish to, even for today for you to reflect your life. Und selbst heute, wenn wir unser Leben reflektieren, that, what is that that makes me not to trust God fully or deeply? Was könnte es sein, was es verursacht, mich einfach Gott nicht ganz ins Vertrauen zu legen? Is there pain in my heart? Ist es Schmerz in meinem Herzen? Or doubt? Oder doubt? Zweifel? Yeah. Sorry. Sometimes you can doubt God, you know? Manchmal können wir Gott anzweifeln. We don't see him. We trust him deeply with our hearts, and there is a point you can doubt. Wir sehen ihn nicht. Wir vertrauen ihm ganz mit unseren Herzen. So the time aber of aber es ist trotzdem ein Punkt manchmal da, wo wir zweifeln. Exactly. The time of reflecting is the time of evaluating your life. Die Zeit des Reflektierens, das ist einfach ein Resümieren über unser Leben. How am I been walking with God? Wie bin ich mit Gott gelaufen? Have I trusted him? Habe ich ihm wirklich vertraut? As I should. So wie ich sollte. The third first point says we trust in the Lord because he is always there for us. Mein nächster Punkt ist, wir vertrauen in Gott, weil er immer für uns da ist. As a shepherd. Als Hirte. Is always there. Er ist immer da. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Even though. Und selbst wenn ich wandelte im finstern Tal, oder ich habe jetzt eine andere Übersetzung, durch dunkle Täler, fürchte ich kein Unglück, denn der Herr, du Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost.
There was a time it felt like it was so hard when we, as a family, make a decision to come to Germany. It was not easy. Es gab eine Zeit, es war sehr schwierig, als wir als Familie uns entschieden, nach Deutschland zu kommen. Because it felt like stepping into darkness. Es fühlte sich an, als würden wir in die Dunkelheit reingehen. For example, for me, maybe for my husband, maybe different, but for me, it felt a real darkness. Also ich jedenfalls, vielleicht mein Mann nicht, aber ich jedenfalls habe echte Dunkelheit. If I may be honest with you. Erfahren und wenn ich wirklich ehrlich bin. Because I don't know the language. Ich weiß die Sprache nicht. I don't know the culture. Ich kenne die Kultur nicht. I know very few people. Ich kenne fast keine Menschen. You don't know how sometimes I close myself in the house and I think, okay, do I have a friend here? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich manchmal mich in meinem Haus eingeschlossen habe und gedacht habe, habe ich hier irgendeinen Freund? Who I can call and talk to. Den ich an oder die ich anrufen kann und sprechen kann. In Kenya I had my whole world with me. Excuse me, can I? In Kenya. In Kenya. Oh, in Kenya? I had the whole world. Oh, the whole world. Die ganze Welt war mit mir. I had all my friends. Ich hatte meine ganzen Freunde. I could go anywhere I want to go. Ich konnte hingehen, wo ich wollte. I had my freedom. Ich hatte meine Freiheit. But stepping here, hey, don't think it's so easy as you know. Aber hierher zu kommen, glaub nicht, dass es so einfach ist. How do you feel when you step into a dark place? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr an einen dunklen, schwarzen Ort or kommt? Or dark situation. Oder eine dunkle Situation. For example, like when Corona came to us. So als Corona zu uns that kam. That was the darkest time to the world. Das war so die dunkelste Zeit für die Welt. Everybody didn't know what to do. Keiner wusste, was zu tun ist. And nobody could offer any solution. Und niemand hatte eine Lösung. How was your faith at that time? Wie war dein Vertrauen zu dieser Zeit? In dieser Zeit. The Bible says, even though I walk in the shadow of darkness. Die Bibel sagt ja, selbst wenn ich wandle in dem Schatten der Dunkelheit. I fear no evil. Ich fürchte mich nicht. For God is with me. Weil Gott mit mir ist. Can you trust God in your darkest time? Können wir Gott in dem dunkelsten Teil unseres Lebens vertrauen? When I speak this, I'm careful. Wenn ich sowas sage, bin ich vorsichtig. Because? Weil? People here know how to take care of their lives. Hier weiß jeder, wie er sich um sein Leben kümmert. Sometimes we feel like we are in control. Manchmal fühlen wir uns einfach in Kontrolle. Sometimes we feel like I know how to do it. Und manchmal denken wir, ich weiß doch, wie es geht. But the truth is, aber die Wahrheit, there are some situations in your life you might not know what to do. Es gibt Situationen im Leben, da wissen wir einfach nicht, was zu tun ist. And it is this point where I'm saying we can trust God. Ja, und an diesem Punkt kann ich einfach sagen, hier können wir auf Gott vertrauen. If you know how to lead your life, if you know how to care for your life, that is okay. Wenn du weißt, wie du dein Leben zu führen hast und dich zu sorgen hast um dich selbst, dann weißt du, dass es okay ist. But I want us to know that there are times we will need God. Aber es gibt einfach Zeiten, da brauchen wir Gott. And when that time come, I encourage you to trust God. Und wenn diese Zeit kommt, dann ermutige ich dich einfach auf Gott zu vertrauen. Sometimes dark time is as a parent when children go against your will. Manchmal ist Dunkelheit einfach da, wenn Kinder etwas gegen deinen Willen tun und gehen. Or children get and go to a path which as a parent you don't believe in. Meistens gehen ja auch Kinder irgendwelche Wege, die wir als Eltern nicht gutheißen. Or maybe when you lose your job. Oder wenn wir die Arbeitsstelle verlieren. You lose your friends. Und unsere Freunde. Those can be some dark times in our lives. Das kann wirklich dunkle Zeit in unserem Leben but sein. The goodness is, we are not alone. Aber die Güte ist, wir sind nicht allein. Halleluja. Halleluja. We can trust God in any kind of darkness we find ourselves in. Wir können Gott immer in jeder Dunkelheit vertrauen, in der wir uns befinden. Amen. Amen. In the book of 2 Timothy. 2. Timotheus. 1 verses 10. Vers 1 bis 10. There is something very important I found there. Da habe ich was sehr Wichtiges gefunden.
that Jesus destroyed the power of death. Dass nämlich Jesus die Kraft, die Macht des Todes zerstört hat. On the cross. Am Kreuz. Yes, the death is there. Der Tod ist da. Physical death. Physisch, körperlich. Spiritual death. Und geistlich. Is there. But the Bible says that Jesus destroyed the power of death. Aber die Bibel sagt uns, Jesus hat die Macht des Todes zerstört. So we can walk in this situation with full confidence. Dass wir in dieser Situation mit vollem Vertrauen und voller Zuversicht laufen können. That Jesus destroyed the power of death. Jesus hat die Macht des Todes zerstört. Even when we are in those dark times, in our hearts, we are encouraged that we can go through. Selbst wenn wir in diesen dunklen Zeiten sind, dann sind wir ermutigt in unserem Herzen, dass wir durchgehen können. As we speak now, there are wars everywhere, almost. As we? War. As we stand today, we have wars around us. Ah, well, so wie wir heute hier stehen, haben wir Kriege um uns herum. We have the war in Israel. Der Krieg in Israel. And we have the war which came through Russia. And even sometimes, the other day my husband says, there are some rumors of war around us. Und manchmal sagt mein Mann, das gibt es einfach Gerüchte eines Krieges um uns herum. What do you do when these rumors come? Was tun wir, wenn diese Gerüchte wahr werden? Do you fear? Haben wir Angst? Do you look for somewhere to hide? Wollen wir uns verstecken? Last year, August, we were here. And everybody was so much afraid of how winter will look like. Letztes Jahr waren wir hier und jeder war so, hatte so Angst of what looks like. How winter will look like. Ach so, wie Winter. Wir hatten so Angst, wie Winter dann wohl werden würde. Because there is not enough gas. Es gibt nicht genug Gas. And most people were worried about this. Und die meisten Menschen sind einfach besorgt deswegen. One of our friends was so ready, like, you could buy even a big generator. Einer unserer Freunde hat so einen riesen Generator gekauft. And he bought a lot of food to fill his store. Und er hat sich einfach bevorratet mit viel Essen. To make sure things will be right and okay. Damit er einfach dachte, die Dinge würden zum Guten. Do we trust God in such a time? Vertrauen wir einfach Gott in dieser Zeit, in so einer Zeit. Yes, what is in our hands to do, we can do. Was in unseren Herzen ist, das tun wir. But the rest, trust God. Aber für den Rest, vertrau auf Gott. Because first, he is a shepherd. Weil erst ist er ein Hirte an erster Stelle. Second, he cares for us. Und zweitens, kümmert und sorgt er sich für uns. And he is with us in every danger of life. Und er ist mit uns in jeder Gefahr des Lebens. It doesn't matter how the danger look like. Es ist ganz egal, wie die Gefahr aussieht. He is there. Er ist einfach da. His presence is there. Seine Präsenz, seine Gegenwart ist hier. Just like a sheep. Wie ein Schaf. Let us learn his voice. Lasst uns einfach seine Stimme hören. When he speaks to us. Wenn er zu uns spricht. Let us hear him. Lasst uns ihn hören. As he's leading us, let us follow. Er leitet uns. Wir sollen folgen. Let us not depend on our own understanding or our own strength. Lasst uns nicht vertrauen auf unser eigenes Verständnis, unsere eigene Kraft. Let us not keep on staying in our own ways and get lost. Lasst uns nicht in unseren eigenen Wegen bleiben, in denen wir verloren gehen. Because he says, I am your shepherd. Weil er sagt, I care for you. Ich bin dein Hirte. Ich sorge mich um dich.
So whatever worries you, you can give it to God. So was immer dich besorgt, gib es Gott. Because he is there for us. Er ist da für uns. And in this point, I would wish us we stand up, please. Und in diesem Punkt, ihr habt es ja alle verstanden, bitte steht auf. And as we are standing, I just want you to just go into your heart. Während wir stehen, lasst uns einfach in unser Herz reinhören. And ask yourself. Und uns fragen. Do you have Jesus as your shepherd? Haben wir Jesus? Hast du Jesus als deinen Hirten? Do you deeply trust him? Vertrauen wir ihm ganz tief, in aller Tiefe? If there is something you can confess, can tell God I'm sorry. Wenn es irgendetwas gibt, was wir vor ihn bringen möchten, dann gib's ihm und sag, es tut mir leid. Because he forgives us. Weil er uns vergibt. And the next point. Und der nächste Punkt. Just touch deep in your heart. Is what? Touch deep in your heart. Setz es tief in dein Herz. Where you need to turn around for Jesus. Wenn du dich umdrehen musst, dann dreh dich um für Jesus. Ich jetzt nicht. And in this point, I don't know why I thought like this, but I feel like we can raise up our hands before God. An diesem Punkt denke ich einfach, wir können unsere Hand heben, Gott zu Gott erheben. Where we should be sorry, please be sorry to God. Da, wo wir um Vergebung bitten, bitten wir Gott um Vergebung. Because his presence is here. Weil er ist da, seine Präsenz ist hier. To hear us out. Um uns zu heilen. Father, in the mighty name of Jesus. Vater, im mächtigen Namen Jesus. I thank you. Ich danke dir. For coming to us on earth. Um zu uns zu kommen. Die for us. Und für uns zu sterben. To wash away our sins. Und unsere Sünden wegzuwaschen. Thank you, Lord. Danke, Herr. We confess anything. Wir bringen alles vor dich, dir. Forgive us. Und vergib uns. Thank you. Danke. For the blood of Jesus. Für Jesu Blut. Amen. 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 May be seated, Amen. Please. Euch setzen. Today is the day when we have Lord's table. Oh, we have what? Lord's table. Lord's supper. Ah, okay. Heute ist der Tag, an dem wir Abendmahl feiern. And I feel it's the right time. As we learn how to trust God and give God our lives. Und ich denke, es ist die richtige Zeit, in der wir einfach Gott unser Leben geben und lernen zu vertrauen. I want to read this verse with us. Ich möchte jetzt noch diesen Vers anbringen. The book of 1 Corinthians 11. 1. Korinther 11. Verses 23 and 25. Vers 24 und 25. The Bible says, for I received from the Lord what I passed unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed. This is Paul talking to the disciples or to the congregation. Sagt Paul zu seiner Gemeinde, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot
dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Exactly. When we receive the Lord's table, when we share the Lord's table, wenn wir das Abendmahl teilen, the Bible say it's a way for us to remember the suffering of Jesus for us. Es soll uns daran erinnern, wie Jesus für uns gelitten hat. And this we should do with a lot of humility. Und das sollen wir mit aller Demut tun. Thinking of his suffering. Und sein Leiden. The pain he went through. Denken, an sein Leiden denken und an was er durchgegangen ist. He did this voluntarily. Er tat das für die Ewigkeit, für unsere Ewigkeit. And that's why it is very important. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. We reach to a turning point. Wir kommen an einen Wendepunkt. And tell God, hey, I am here. Take my life. Und dass wir Gott sagen, ich bin hier, nimm mein Leben. As you gave my life, your life to me, so wie du for me, dein Leben mir gegeben hast. The same, I give you my life. So gebe ich dir mein Leben. And this we can do all the time as we remember the death and resurrection of Jesus Christ. Das können wir immer tun, jedes Mal, wenn wir uns erinnern an den Tod Jesus und an die Auferstehung. Let's have small short time and think about this. Lasst uns kurz darüber nachdenken und Zeit nehmen. I want to ask the team to pass the cup. Können wir die and the bread. Das Brot und die Becher herumgehen lassen? Maybe this we can do as we are standing, please. Lasst uns dazu aufstehen. As you take it, please, I urge that we wait for one another. We wait. Lasst uns aufeinander warten, während wir unser Just Brot und exactly. Blut empfangen. Thank you.
The Lord Jesus, on the night he was betrayed. Herr Jesus, an der Nacht, in der er verraten wurde. And when he was given thanks. Und als ihm der Tod gebracht wurde. He broke it and said. Entschuldigung, als ihm das Brot gebracht wurde, brach er es und sagte. This is my body. Das ist mein Leib. Which is of you. Das für dich gegeben ist. Do this in my remembrance. Tut dies in meiner Erinnerung für mich. For us who has the bread, we can take the bread together in Jesus' name. Wir können hier den Leib Jesus im Brot zusammen nehmen. The same way he took the cup and said, "This is my new covenant in my blood." Und ebenso nahm er den Becher und sagte, "Dies ist mein neuer Bund." Do this whenever you drink it. Tut dies, wann immer ihr es trinkt. Into my remembrance. Into meiner Erinnerung. We can take the cup together in Jesus' name. Wir können den das Blut trinken in Jesus Namen. Father, we thank you for what you did for us. Ja, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. And I pray that you help us. Und ich bete dafür, dass du uns hilfst. In our daily life. In unserem täglichen Leben. That we trust you. Dass wir dir vertrauen. And follow you. Und dir folgen. In Jesus' name. In Jesus' Namen. Amen. Amen. If you need more prayer behind there, there is a team who can pray for you. Wenn ihr noch Gebet möchtet, we can take advantage hinten, of that. Gibt es hinten ein Team, das für euch betet? As the worship team leads us with a song. Und das Worship Team begleitet uns mit einem Lied. God bless you. Gott segne euch.